Lässt man den Schnee in einem Kühlhaus schmelzen? Weil er sonst auch zu stark verdunsten würde. Und das würde wieder die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Ich habe wieder nicht mitgedacht. Andere Methode, Seppo, und das haben die sich schon ausgedacht, den Schnee nimmt man da raus, übergießt ihn mit einer vorher genau abgemessenen Menge Wasser, misst dann die Gesamtmenge und subtrahiert die Menge, die man dazu gegossen hat, wieder ab. Also diese Wissenschaftler, die sind uns um einiges voraus. Hoffentlich missbrauchen sie ihr Wissen nicht, um die Erde zu zerstören. Mit Niederschlagsmessgeräten. Es sind nicht die Bomben, die uns töten, es sind die Menschen, die die Bomben werfen. Oder die Wissenschaftler, die auch nicht. Irgendjemand gibt ja den Befehl, wem will man es anlassen, den Piloten? Wie sind wir jetzt von dem Wetter in Aachen und der Niederschlagsmenge auf die Vernichtung der Menschheit gekommen? Über die Wissenschaftler. Die sind schuld. Die Wissenschaft ist schuld. Apropos am Untergang der Erde. Die lehren ja an Unis. Ja. Was war das? Du hast da noch ein Video. Das war der Weg mit dem Zaunfall. Ja, aber das sieht doch jeder. Ja, ich soll ein Video zeigen. Ich dachte, du gehst mal auf was ein. Das war übrigens auch jetzt wieder Körpersprache vom Seppo. Wie gesagt, großes Leitthema bei uns. Du hast angefangen mit Das ist Körpersprache. Nee, die Körpersprache von dir war eindeutig. Der Treibhauseffekt erklärt von der Universität zu Köln. Tolle Überleitung.